Das zu Ende gegangene Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr, ja fast ein verrücktes Jahr. 1,5 Millionen Menschen sind an Corona erkrankt in unserem Land und mehr als 25.000 Menschen sind an oder mit Corona verstorben. Das sind viele Einzelschicksale, Schicksale für Familien. Ich glaube, fast jede und jeder von uns wünscht sich eine Rückkehr zur Alltagsnormalität. Zumal für viele die Existenz bedroht ist durch Corona und die Folgen. Wenn ich dann so an mein Leben denke, ich habe auch den Wunsch zur Rückkehr zur Alltagsnormalität, das ist dann fast schon sehr bescheiden. Ich wünsche mir, wieder mit Freunden zusammen sein zu können. Ich wünsche mir, ein Konzert hören zu können. Ich wünsche mir, wieder in den Gottesdienst zu gehen, singen zu können und all diese Dinge. Mich beschäftigt an diesem Jahreswechsel noch etwas anderes. In diesem Jahr, wo Corona das Thema schlechthin war, sind Themen an den Rand gerückt, in Vergessenheit geraten, bei denen es um sehr, sehr viel geht. Ich denke an den Klimawandel. Ich denke an die Menschen in anderen Teilen der Erde, denen es am lebensnotwendigsten fehlt, deren Leben vom Hungertod bedroht ist oder die fliehen müssen, um zu überleben. Und ich denke auch daran, dass in vielen Teilen der Erde die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Weiter so wie immer, das geht auf gar keinen Fall. Mir hilft dabei die Erinnerung an das, was Jesus in die Welt gebracht hat, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Ich denke zum Beispiel an seinen Umgang mit Kindern. Er stellte sie in den Mittelpunkt. Er glaubt an das Reich Gottes und ist davon überzeugt, dass es keine Einlassbedingungen gibt. Oder ich denke daran, wie er mit einem reichen Mann umgegangen ist. Er hat ihm gesagt, teil dein Geld, teil es mit anderen. Jesus glaubt an das Reich Gottes, an das Reich der Gerechtigkeit. Und ich denke daran, wie Jesus mit einer Frau umgegangen ist, die nach den damaligen moralischen Maßstäben völlig aus der Rolle fiel. Er achtete diese Frau, er beachtete sie. Er glaubt an Gottes gutes Reich, er glaubt daran, dass jeder Mensch eine zweite Chance hat. Ich denke in diesem Zusammenhang an ein Wort in der Bibel, da heißt es, kehrt um und ihr werdet leben. Also nicht weiter so, sondern fragt nach dem, was dem Leben dient. Erinnert euch auch nach Weihnachten an Christus, der das Leben liebt und die Liebe lebt. Daran auch nach Weihnachten immer wieder denken, Kontakt zu Christus halten. Ich denke, das ist eine Alternative zum Weiter-so. Kehrt um und ihr werdet leben. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Bleiben Sie behütet und Gott befohlen.